Willkommen zu The Recordening, dem besten Podcast Österreichs. Mein Name ist Paul und ich bin wie immer euer Host. Heute ist der 19.03.2015 und dies ist die 9. Folge. Mein heutiger Gast ist Leopold Thoriser. Und wir haben uns die 9. Folge von Cotton Ermittelt angeschaut. 60 Minuten lang, kürzer als die vorigen. Sag, was ist dein Vorwissen zu Cotton Ermittelt? Naja, Cotton Ermittelt kenne ich schon seit meiner Kindheit. Okay. Lukas Resetaritz war der Cotton, den ich kennengelernt habe. Okay, ja. Also insofern war das vielleicht eine ganz gute Folge. Ich glaube, ich habe diese Folge auch schon gesehen. Das ja. Ist halt schon 20 Jahre her. Okay, so. Ja, also das ist in den Kindheitserinnerungen ein verschwommenes Bild. Ja. Okay. Aber ich habe Cotton eigentlich damals sehr interessant gefunden. Und wer hat dich da hereingeführt? Waren das deine Eltern oder einfach, du hast einfach ferngeschaut? Das Fernsehen, oder? Es ist einfach im War Fernsehen das sehr gelaufen. Leger bei dir? Naja, leger. Wir waren 7 Kinder, da ist man einfach vor dem Fernseher okay, ja, verwahrlost. Ja. Ich kenne das schon mit Leuten, die haben nur Familien, die haben nur 3 Kinder. Das ist das, das billigste Kindermädchen. Das ist wahr, vor allem auf lange Sicht. Mhm. Wenn man da auf die Folgeschäden sieht und so. Ja, definitiv. Okay, ja, gehen wir jetzt mal zum ersten Thema herein. Die Folge selber. Wie hat dir die gefallen? Was fandest du, war dein das, was dir am besten gefallen hat an der Folge. Was mir am besten gefallen hat ja, an der Folge. Ein Einzelmoment also, oder du irgendwas. Du hast es nach dem Gesamteindruck ja. gefragt. Also gib mir mal den Gesamteindruck und dann ein Ding, das dir speziell gut gefallen hat. Der Gesamteindruck, es ist jetzt nicht wahnsinnig, keine wahnsinnig actiongeladene Folge gewesen und sie war jetzt eine. Bis aufs Ende, da war natürlich Wahnsinns Action dabei. Ja. Nervenkitzel. Es ist nicht eine Folge von Cobra 11. Es ist keine Folge von Cobra 11. Es ist jetzt aber auch nicht unbedingt die dichteste Cotton-Folge. Nein, es passiert streckenweise überhaupt nichts. Es passiert streckenweise gar nichts und es ist streckenweise beinahe ein bisschen langweilig. Hm. Aber das haben alle Folgen von der Zeit, vor allem die Folgen, mit wo es noch 1,5 Stunden Material zu füllen gegeben hat. Da hat es wirklich Strecken gegeben, wo nichts passiert ist. Ich bin ganz glücklich, dass wir uns nicht so einen Cotton angeschaut haben, obwohl sehr viele Leute auf diesen älteren Cotton schwören. Ja, ich kann mit dem weniger anfangen, mit okay. diesem emotionslosen Zyniker. Mit diesem, der nicht dauernd in Rage verfällt und der ja immer nur einen Gesichtsausdruck hat. Ja, apathisch war. Ziemlich quasi, apathisch, ja. Also definitiv, also der Cotton auch in dieser Folge zeigt wieder es, sehr stark seine Gefühle, auch wenn sie manchmal etwas unberechtigt sind. Manche Leute kritisieren diese Resetaritz-Zeit beim Cotton als zu absurd und es ja. ist dann schon zu klamaukig. Aber man merkt den Tohuwabohu-Einfluss. Ja, aber gerade das gefällt mir eigentlich manchmal, wie zum Beispiel dieses Maschinengewehr in der Krücke. Das war großartig. Nur das war, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es war also ungefähr in den letzten 10 Minuten gab es eine Verfolgungsszene eben. Willst du sagen, dass das dein Lieblingsmoment ist? Nein. Okay. Es gibt einen anderen Lieblingsmoment, und zwar, wo der Schrammel aus dem Taxi aussteigt. Also da ist die Geschichte, dass der Cotton den Schrammel schickt, um eine Dame zu befragen in Döbling. Genau. Und der Schrammel fragt den Cotton, wie er da hinkommt. Und der Cotton schnauzt ihn an, dass er mit dem Taxi hinfahren soll. Und als er mit dem Taxi in Döbling ankommt, fällt er aus dem Taxi raus, stößt jemanden in ein Schaufenster und der fliegt in ein Schaufenster. Großartiger Moment. Von einem Spielzeuggeschäft. Das gibt es übrigens jetzt nicht mehr. Das, was dort jetzt ist, weil ich die Gegend kenne, ich komme dort regelmäßig vorbei, dort ist jetzt ein Blumen, weil dort ein Friedhof in der Nähe ist, sie verkaufen jetzt so Blumen für tote Leute halt. Blumen für die Toten, das ist schön. Ja. Der Schrammel ist ja auch schon gestorben, der Darsteller, ja, leider. So wie einige andere Leute, die Mutter von Cotton, ja, die Gusti Wolf, die Darstellerin, ist auch schon gestorben. Ja, schaut. Aber wie gesagt, diese Szene mit dem Schrammel, er fliegt ins,
ins Schaufenster. Großartig, vor allem in Zeitlupe aufgenommen. In Zeitlupe. Ein technisches Novum fürs Fernsehen. Tolle Zeitlupensequenz. Ich schätze mal, die haben das mit Film noch aufgenommen. Nicht auf. Oder glaubst du, haben die schon mit Videokassette gefilmt? Wie der ORF halt damals schon gemacht hat. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ja. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja. Aber er fliegt, wie gesagt, in dieses Schaufenster und großartig. Dann sind hunderte Spielzeuge um ihn herum, die scheppern und ja. Irgendwelche Dinge machen. Schrammel klettert wieder raus aus diesem Schaufenster. Ah, Blödsinn, das ist gar nicht der Schrammel, der drin liegt. Der Schrammel will Schrammel, so tun, als wäre nichts passiert. Der Schrammel hat nur diesen Passanten mit der Taxitür reingestoßen. Und der Schrammel bleibt dann hängen an einem VW, großen VW. Es ist irgendein Transporter. Ein Leichenwagen ist es nicht. Nein. Die Leichenwagen schauen heute so aus. Aber Leichenwagen würden Sinn machen, weil der ist gerade vom Friedhof gerade runtergefahren. Da oben ist eben der Friedhof. Okay. Also es würde Sinn machen. Ich weiß nicht, oder Blumengeschäft. Heute schauen die Wiener Leichenwagen so aus. Also das müsste man wissen, das sind große, graue Transporter. Genau, richtig. Und da wird eben der Schrammel noch dann eingeklemmt oder bleibt irgendwie hängen am Rückspiegel oder wie auch so immer, er schafft das auf irgendeine Art und Weise, schafft er immer irgendwie einen Patzer hinzulegen. Und also das war dein Lieblingsmoment. Das war, glaube ich, auch der einzige Moment, wo ich dann wirklich auflachen musste. Okay, ja. Ja, da muss man schon sagen, also vor allem im Vergleich zu den Folgen auch schon mit dem Resetaritz davor, war diese Folge relativ arm an Witzen generell. Und also ich kann mich an Folgen erinnern, da hat man wirklich nicht aufgehört. So es ist ja wunderbar, das hast du ja bei den letzten Folgen, da hast du ja schon öfter darauf hingewiesen, dass das ja wirklich so eine Zeitblase ist, der Kottan. Genau, ja. Wo du auch teilweise Prominente aus dieser Zeit, aus der Subkultur siehst. Also zum Beispiel sind sie ja einmal in einer Folge auf ein Tradi-Wabal-Konzert. Achso, das kommt erst. Und der Stefan Weber kommt da öfter vor. Sowas fehlt eigentlich weitgehend in der Folge. Ja. Ja. Also mein Lieblingsmoment war, wie sie in das Zinshaus gegangen sind. Mit die, wo gleich, keine Ahnung, 3-4 großartige Sachen passieren. Da hast du recht, alles schön verpackt sind in diesem Ding drin. Erstens, das war eigentlich auch ein großartiger Moment. Weiß nicht, bin ich so blind, weil ich Teil der Mittelschicht bin? Oder glaubst du, gibt es noch solche Armenhäuser in Wien? Nein. Also, ich glaube nicht, oder? Ich bin mir ganz sicher, dass das wirklich nur so eine der letzten Gelegenheiten war, so eine Bruchbude. Weil ich war in Rumänien, ja, 2004, also das ist schon ein Zeitalter her, das war noch vor dem EU-Beitritt und allem, und ich war in wirklich armen Gegenden und es hat in keinen so schlimm ausgeschaut wie dort. Ich glaube, sowas gibt es in Wien niemand. Wenn es solche Häuser noch gibt, dann darf da niemand mehr drinnen wohnen. Eben, das ist abgesperrt und wird eingerissen und dann machen sie irgendeinen tollen Häuserkomplex hin. Du hast ja ein ziemliches Sammelsurium an Darstellern gehabt in dieser Folge und da sitzt eben die Ernie Mangold, ein absolutes Urgestein, die hat, ich glaube, noch in den 40er Jahren debütiert und die steht noch immer auf der Bühne. Aber sie schaut, für das, was sie spielt, schaut sie verdammt jung aus. Ich habe gesagt, das ist wie diese Szene, die sie da spielt, wo dann der Kottan und der Schrammel bei ihr drinstehen in dieser Wohnung, wo Hühner herumlaufen. Oh, großartig. Ich habe schon die Idee in meinem Kopf, dass der Regisseur gesagt hat, okay, wir haben jetzt schon diese Bruchbude gefunden in Wien, in der wir filmen können. Wie können wir sie noch schlimmer ausschauen lassen? Das Erste, was man sieht, ist eine Ratte. Ja. Es fängt einmal an, dass der Schrammel hustet und der Kott dann halt ihm den Mund zu und sagt... Fast. Es fängt noch davor an, wie das Auto gefladert wird. Ah ja. Zuhörerinnen und Zuhörern einen klaren Kontext zu geben, also der Schrammel und der Kottan fahren eben zu diesem Zinshaus, um einen Verdächtigen in dem Mordfall zu befragen. Genau, richtig, ja. Und was eben passiert ist, dass als erstes, wenn sie aussteigen, wird ihnen gleich einmal, im 21. soll das ja angeblich sein, was ja für mich überhaupt nicht sich anhört, als wäre das der Horte Bezirk in Wien, wird ihm gleich einmal das Auto gefladert und dann gehen sie hinein, dann finden sie eben die Ratte. Schrammel will aufs Auto schießen. Was ihm dann verhindert wird vom Kottan. Kottan hält ihn davon ab. Dann hast du da einen Konsummarkt entdeckt. Dahinter war ein Konsum. Ja. Für euch, die ein bisschen jünger sind als wir,
ein Konsum, also ich bin gerade so alt, dass ich noch weiß, was ein Konsum ist, aber nicht mehr den Konsum erlebt habe. Ich weiß nicht, warst du mal als Kind in einem Konsum? Ich glaube, bei uns, ich muss ja dazu sagen, ich bin ja kein Wiener. Für mich ist es insofern schwierig, das Ganze Revue passieren zu lassen, die Zeit, in der Kottan gedreht worden ist, als ich diese Zeit ja nicht in Wien verbracht habe. Ich komme aus dem Weinviertel. Ich habe die noch härtere Gegend Österreich. Die noch härtere Gegend. Noch härter. Ich komme vielleicht an solche Dinge, es kommt ein Rubik's Cube zum Beispiel vor. Ja, genau, das war Dinge kann ich mir so heiß in der Zeit. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir einen Konsummarkt gehabt hätten. Ja, naja, aber jedenfalls ein Konsum für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist mehr oder weniger ein vom Staat besessene Firma, die mehr oder weniger ein Biller war. Mhm. Und halt gestützte Preise zum Teil für ihre Produkte, vom Staat gestützte Preise vergeben konnte, was ihm einen unfairen Bonus gegeben hat und sie haben trotzdem das Ganze in den Sand gesetzt, weil der Konsum ja, aber Konsum. Es ist ja dann auch viel privatisiert ja, worden. Ja, es ist ja die Republik ausverkauft worden. Ja, das ist wahr. Jedenfalls, ein Konsum war noch dahinter, aber das war ein nettes Randdetail, was eben, wie du gesagt hast, eben diese Zeitblase, in der Kottan eben für uns jetzt lebt. Und dann kommen wir eben rein und dann sehen wir gleich die kreativste Möglichkeit, um eine Ratte. Um eine Ratte zu erledigen. Ja. Schrammel sieht die Ratte und kriegt sofort einen Gesichtsausdruck. Voller Idee, weißt du, so als wäre ja, eine Eifer, ja. Ja, so, ich weiß, was ich zu tun habe, ich weiß, was das ist, ich weiß, was ich bin, plötzlich ich weiß, was passieren Eifer wird. Und zückt ja. Eine Handgranate und... Ich habe gar nicht gewusst, dass die Polizei früher Handgranaten standardmäßig vergeben hat. Schrammel ist ja ein Waffennarr. Ja, das ist richtig, ja. Obwohl er am Anfang gesagt hat, dass er bis jetzt noch keine Möglichkeit hatte, mit seiner Dienstwaffe zu schießen, seiner neuen... Naja, ja. Jetzt haben wir unsere Lieblingsszenen erledigt, ja, einigermaßen durch. Ja. Jetzt sollten wir uns eigentlich auf das konzentrieren, worum es im Kottan eigentlich jedenfalls nach der Hülle geht und das ist der Fall. Gehen wir mal den Ablauf durch genau. Von dem Fall. Genau, richtig, also, das wäre nämlich der nächste Punkt gewesen. Der Einstieg ist ja recht abrupt, ja. Wo sie das ganze Kottan-Team gegenseitig mit ihren Dienstwaffen... bedrohen. Nein, mit einem Team von Bankräubern. Ah ja, die sie Bankräuber. Sie stellen ja ein Team an Bankräubern, aber es sind eben drei oder vier Bankräuber und das die Team von Kottan. Die sind ja schaut, genau. Da war ich offenbar nicht so aufmerksam. Ja, das kann sein, vielleicht. Ja, aber ja, jedenfalls, das war gleich da mal der Einstieg. Aber das ist typisch eigentlich für Kottan, dass es immer wieder einen kalten Einstieg in eine Show gibt. Also das passt schon so, fand ich. Und dann eben finden wir heraus, dass die österreichische Einheitszeitung, oder? Da habe ich noch einiges aufgeschrieben. Ja. Also da kommt dann dieser Rubik's Cube vor, mit dem dieser einbeinige Beamte spielt. Der Schremser. Schremser und ja. Schrammel liest Mike Hammer. Also ja, er liebt die Schundblauen, die liest er die ganze Zeit, diese Groschenromane. Ja. Ja, das kommt schon mehrmals vor, ist schon mehrmals vorgekommen. Also. Und dann geht's kurz, dann ist kurz das Gesprächsthema Minigolf. Richtig. Da muss ich sagen, das hat dir gefallen. Seit den 80er Jahren hat ja Minigolf einen massiven Niedergang. Wir haben noch einen in der Nähe. Der Minigolf-Sport ist ja am Aussterben. Magst du mal Minigolfen gehen? Milligolfen. Milligolfen. Das ist noch kleiner als Mini. Das ist ein Tausendstel von einem Minigolf. Ja, das fühlt man unter dem Mikroskop. Ja, genau. Ja. Ja, liebend gerne. Ja. Milligolf, okay. Ja, super, das kann man in Japan in der Wohnung spielen. Ja. Okay, gut. Hashtag Milligolf. Und dann ist die Geschichte, wo der Pilch wo sich der Kottan beim Schremser auslässt über den Pilch und der Pilch steht aber schon längst hinter ihm. Ein Klassiker. Klassischer. Jeder kennt diese Situation, wo man sagt, der Chef, der Trottel und vor allem und der Kollege, mit dem er gerade redet, sieht das Unheil nah und versucht, seinem zu vermitteln. Ja. Und das gelingt ihm nicht. Ja, richtig. Nein, ist wirklich, und natürlich, ich habe mir hier aufgeschrieben, Weapon Safety 0. Richtig, genau, weil eben dann der Schrammel sagt, dass er eben seine Dienstwaffe noch nicht
hat verwenden können und dann kommen sie ja schon zum Schießstand. Ja, genau. Dann ist die Schießübung vorher genau. Ist mir noch aufgefallen, die Piktogramme haben sie seit den 80er Jahren nicht verändert. Ist eh okay. So, allerdings weil wir wissen, werden sie da wirklich übermäßig verwendet. Es ist anscheinend eine neue Polizeistation. Ich weiß nicht, was da los ist, wo sie sind. Es ist absolut jede Tür ausgeschildert. Es ist erstens das und es schaut irgendwie aus, als wäre das irgendwie, keine Ahnung, irgendwie... ein Turnsaal. Ja, keine Ahnung. Volksschulturnsaal oder so. Eine Mehrzweckhalle. Eine Mehrzweckhalle. In einer Mehrzweckhalle, als hätten sie da ein Set aufgebaut. Weil erstens die Beschilderung, dann das die Zigarettenbecher noch an der Wand montiert. Es ist überhaupt so super, diese ganzen alten Büromöbel, die spätestens Ende der 90er Jahre ersetzt worden sind. Ja. Da, ich weiß nicht, da kriegt man ganz besondere Gefühle. Ja, genau. Diese Scheißsesseln, die schon komplett durchgesessen. Alles noch mit Holz und so Sachen, die seit 50 Jahren in diesem Büro herumstehen. Ja, genau. Oder dieses, ich weiß nicht, was früher in den BIM die Sesseln waren, weil das ist kein wirkliches Holz, dieses Kunststoff, ja, Harz, Faser-Ding. Das ist super, weil das Zeug schaut nach 30 Jahren immer noch gleich schier aus. Hm. Da kannst du nichts mehr Schlimmeres draus machen. Wenn du eine Zigarette draus anbrennst, dann ist das jemand, besser geworden. Und dann sagt jemand, wir müssen jetzt Arbeitsplätze schaffen, indem wir das alles auswechseln. Das ja. ist traurig eigentlich. Ja, schon. Wirklich. Blöde Arbeitsplätze. Ja, blöde Wirtschaft. Ja, genau. Jedenfalls am Skistand wird dann gleich einmal gezeigt, dass nicht der Schrammel der beste Schütze ist im Team, obwohl er zwei perfekte... Obwohl es eigentlich ist. Kottan schummelt. Fegt ja gemeinsam mit Schremser vor dem Pilch. Ein Traumergebnis. Wunderbar, nämlich, dass er mit seinem Vinzi-Revolver mit 6 Schuss, 6 Herzen komplett ausschießt in der Form von, keine Ahnung, 30 cm Durchmesserlöchern. Ja, wunderschön gemacht. Das wird über Seilzüge wird es aus den ja. Zielscheiben rausgehen. Es hat ein bisschen was von MacGyver. Ja. So, dass man, so, wir haben ein bisschen Schnur, wir haben ein bisschen Karton. Mehr so der österreichische Mechaniker. Ja, vor allem mit seiner Latzhose. Es geht um nichts. Mit seiner Latzhose. Er hat überall seinen Klumper drinnen stecken. Ja, genau. Und dann kommen wir zu den Lavendelmänteln. Ja, genau. Wir sehen die Folge, nennt sie die Einteilung. Genau. Wir sehen lavendelfarbene Mäntel an mehreren Menschen, die mit Zeitungen herumhantieren. Eindeutig angelehnt an die gelben Mäntel. An die gelben Mäntel von Kurier und Krone. Genau, richtig. Die im normalen Fall was Pakistani und Inder sind. Genau. Und in dem Fall sind es Jugoslawen. Genau, richtig. Es ist auf jeden Fall mehrmals gleich mit Schimpfwörtern belegt werden. Es ist ein Migrationshintergrund da. Es ist auf jeden Fall eine Ebene, ist ja diese Fremdenfeindlichkeitsproblematik. Ja, die zieht sich immer wieder durch den Kottern durch. Das kommt mehrmals vor und das kommt gleich in der ersten Folge vor, wo noch der Kottern eindeutig auf der Seite von den Leuten ist, die eindeutig fremdenfeindlich sind und in der zweiten Folge dann schon stark zurückrudern. Sie sind ja beide nicht zimperlich mit den Leuten, der Schrammel und der Kottern. Ja. Der Schremser ist da noch ein bisschen der menschlichere. Wobei wir auch später merken. Eher schnippisch ist. Also, da merkt man schon, dass sie da vielleicht doch was getan hat in den letzten 30 Jahren. Ein bisschen. Ja, ich glaube, dass niemand mehr jetzt so salopp jemanden Tschusch nennen wird auf der Straße. Außer er ist Polizist. Ja, okay. Aber weißt du, das ist ja momentan ein aktuelles Problem. Ja. Schau, Kottan auch nach 30 Jahren immer noch Teil unserer Gesellschaft, leider. Ich weiß noch nicht, ob damals die Polizeigewerkschaft schon so blau war. Ich glaube, damals war das Blau noch ein bisschen rot. Außerdem 86, so viele FPÖler hat es damals noch nicht gegeben. Von Rot nach Blau, das ist ja eine physikalische Transformation, Farbenverschiebung. Ja. Genau, richtig. Und diese Lavendelmäntel-Herren sammeln sich... Das ist auch so zwischen Rot und Blau eigentlich. Ja, genau, richtig. Und die sammeln sich eben bei der ÖEZ... Bei der österreichischen Einheitszeitung, wie wir später erfahren.
die schon ein paar Mal vorgekommen ist anscheinend. Ich es ist bilde mir ein, dass eine, ein paar Folgen schon vorgekommen ist. Eine Erfindung, aber ich denke, da wird halt der Kurier, die Kronenzeitung... Ich glaube, es ist ziemlich sicher die Krone, ja. ...zusammengeschmissen. Ja. Das ist vielleicht auch ein Seitenhieb darauf, dass das ja im Prinzip über die gleichen Druckerpressen rennt. Das zeigt, ja, das also, ist alles die gleiche, Krone, ja, der gleiche Verlag. Da gibt es ja, da gibt's ja diese Geschichte... Diese Folge von Die Vier, da wo sie die österreichische Medienlandschaft darstellen und wo eigentlich auch die Krone, der Kurier und mehrere andere Zeitungen im Prinzip in einem Büro von einem Menschen drinnen werden. Ist, okay. Das könnte ich mir vorstellen, dass das so eine Referenz ist, diese österreichische Einheitszeitung. Genau. Und dort wird eben dann der Fall quasi, ein erster Ansatz vom Fall. Wir merken schon, dass sich ein Fall anbahnt, genau. Als einer der Zeitungsverkäufer mit dem Chef dort eine Auseinandersetzung, mit dem Einteiler eine Auseinandersetzung hat. Richtig. Da geht es um einen Standplatz. In dem Fall, um dass er eben sich übervorteilt sieht und er wird auf dem Einsiedlerplatz zugeteilt. Was anscheinend nicht die heißeste Location ist. Ist wohl nicht die heißeste Location. Man sieht ihn dann später mit einem blauen Auge, das er vorher nicht gehabt hat. Ja. Also es könnte damit zusammenhängen. Und wie ihm eben gefragt wird, woher er es hat, hat er eben gesagt, Einsiedlerplatz und mehr nicht. Scheint ein sehr heißes Pflaster zu sein, aber nicht um Zeitungen zu verkaufen, sondern um Watschen kriegen. Es gibt da einen Konflikt, der für den Zeitungsverkäufer eben negativ verläuft. Genau. Und dann kommt der Kollege von diesem Einteiler rein und es gibt ein kurzes Gespräch, das damit endet, dass der Einteiler meint, na, was soll er denn tun, soll er mich umbringen. Ja, eben, genau. Und aber eher belustigt, sagt er das. Ja, genau, richtig. Er scheint generell ein sehr selbstgefälliges Auftreten zu haben, aufgrund der Tatsache, dass er Schilling-Millionär ist, aber immer noch, also Millionär, aber Schilling-Millionär, aber immer noch Millionär. Was für die Position eines Einteilers eigentlich nicht gerechtfertigt ist. Man merkt es zu dem Zeitpunkt nicht und er ist so in einem Haus unterwegs, ist eigentlich nicht so, es passt nicht zu seinem schicken Anzug. Es schaut aus wie ein Gemeindebau aus die 70er, genau, 80er Jahre. Dort wird ihm dann aufgelauert von zwei Maskierten. Genau, mit einer Gorilla-Maske. Eine Gorilla-Maske haben wir und eine Charlie Chaplin-Maske. Genau, richtig, ja. Und dann wird er, ich habe zuerst kurz gedacht, das ist Hitler, aber dann habe ich den Hut gesehen und dann habe ich gedacht, okay. Er wird ein bisschen geprügelt. Da ist vielleicht ein kurzer Spannungsmoment, weil er läutet dann bei einer Wohnung an, eine Dame öffnet, die ist kurz erschreckt und man denkt sich, ja, vielleicht... Ist es jetzt einer von den Bemaskierten? Ist es einer von den Maskierten? Es ist aber er hat es geschafft, einem der Angreifer die Maske runterzureißen und amüsiert sie eigentlich über diesen Angriff. Genau. Und es stellt sich raus, dass die Dame, die er da besucht, in einer Wohnung wohnt, die er finanziert. Dafür ist sie offenbar so sein kleines Spielzeug. Aber nein, das ist definitiv Prostitution. Also das ist wie wir dann später erfahren. Aber nein, aber auch schon in dem Gehabe, der Austausch von Gütern oder Geld gegen Sex ist definitiv Prostitution. De facto, ja. Ja. Also, ja, also nennen wir es beim Namen. Aber jedenfalls, ja. Fakt, das ist, aber ich meine, es könnte ja zu dem Zeitpunkt, habe ich immer noch gedacht, es könnte ja jemand sein, der sich von ihm aushalten lässt. Genau, okay, ja. Gegen sexuelle Gefälligkeit. Ja, immer noch nicht das heißeste Ding, was man sagen kann, aber ja. Die Dame hat dann hat einen Teddybären. So gut, so von, gut. Von der, das ganze Zimmer ist großartig. Hängen, von der Decke hängen, das ist schon ein Mini-Deckel auf das baldige Ende des Herrn Ferdi, genau. Wie er genannt wird. Oh, Ferdi, erstens einmal großartiger Name von jemandem, der umgebracht wird. Ferdi die Ameise, eine Trickfilm-Fernsehserie aus den 80er Jahren. Ich denke aber nicht, dass es eine Referenz darauf ist. Ich habe nur daran denken müssen, weil der Herr wird dann mit einem Halstuch stranguliert und Ferdi die Ameise, ich weiß nicht, wer es nicht kennt, Ferdi die Ameise war eine Trickfilmfigur in den 80er, 90er Jahren. Warte, mit Luise, dem Ameisen? Nein, also das ist wieder eine andere Geschichte. Okay, da bist du bei Paulchen Panther. Eben. Na, Ferdi die Ameise ist ein Ameiserich mit einem roten Halstuch. Okay. Und an den habe ich dann ständig... Ist er Sozi oder was ist...
Was ist Freddy die Ameise? Oder ist naja, als Ameise denke ich, bist du auf jeden Fall KPÖler. Oder vielleicht sogar ein KPÖler. Ja. Du hast ja, gut, es ist kein Ameisenbau, aber du hast da auf den Gemeindebauten ja überall den Bienenstock drauf. Das ist ja, ah ja, okay, ja, ja, die arbeitsamen Bienen. Also das Insektenvolk ist ja etwas, das der Sozialismus gerne auf seine Fahnen heftet. Es ist ein schöner Symbolismus. Alle arbeiten gemeinsam für das Wohl aller. Schau dir die Chinesen an, ich glaube, das Bild funktioniert ist nicht so, super. Ja. Eins auch. Das Bild ist nicht so weit weg von der Realität. Ja, ja, das ist genau so, wie sie es gedacht haben, nur halt mit mehr Umweltverschmutzung. Hups. Tja, und ich glaube, da arbeiten Insektenvölker dann schon. Und humaner arbeiten. Und humaner. Ich glaube, Insektenvölker generell humaner. Ich glaube, sie führen auch Krieg seltener. Das glaube ich nicht. Oder auf einem kleineren Maßstab. Ich glaub, ja, also das kann man auf jeden Fall sagen. Sie führen aber. Sie spielen auch Milligolf. Also Milligolf. Ich glaube, die Ameisen werden ein großer Markt für die Milligolf-Szene. Wobei ich nicht glaube, dass Insekten wirklich spielen. Ich glaube, bei Insekten geht es schon die meiste Zeit um die Subsistenz. Ja? Glaubst du nicht, dass sie eine kurze Hormonausschüttung haben und dass es so für sie ist wie ein Spiel? Gibt es kein Belohnungssystem für Ameisen? So ein Verhalten sieht man doch eher bei Vögeln und Säugetieren. Ja, Delfine, auch Säugetiere. Mhm. Ja. Jedenfalls zurück zum Fall, weg von Milligolf spielenden Ameisen. Also, Ferdi wird stranguliert. Vorher sagt die Freundin noch zu ihm, hat einen kurzen. Na, häng dir doch auf. Ja, eben. Ja, genau. da, weil ein kurzes. Er ist ein bisschen grauslich zu ihr. Ja. Und ein bisschen ist gut. Sie sagt, sie geht jetzt. Und ich glaube, ich war niemals so harsch gegenüber jemandem, mit dem ich in einer Beziehung war. Ja, aber sie nimmt sich das halt einfach heraus. Ja, richtig. Und also geht. Sie darf da in einer gewissen Machtposition sein. Richtig, weil sie geht einfach und er wird. Sie, man kann schon sagen, sie ist emanzipiert. Richtig, ja, ja. Nein, sie lässt sich nichts gefallen im Sinne von. Sie lässt sich nichts gefallen und sie sagt dann, na, häng dich doch auf. Ja, und das finde ich so schön, diesen Sing-Sang, ja. Dieser Wiener Dialekt. Dieser Wiener Dialekt, den man eigentlich so nicht mehr hört. Ab und zu am Würstelstand ja, oder im Café. Ich glaube, also die jungen Café. Wiener haben unter massivem Fernseheinfluss ihren Dialekt mehr so ins Bundesdeutsche verschoben. Leider, ja. Kommt aber gegen Lauf. Es hat nur so ein bisschen einen Schönbrunner Einschlag, der das vielleicht noch in was Eigenes verzehrt, aber, ja. Aber dieser Wiener Dialekt, glaube ich, ist am Verschwinden. Leider. Ja. Nein, vor allem weil jemanden beleidigen auf Wienerisch einfach so eine schöne, feine Art hat, die eindeutig zeigt, dass du die Person nicht leiden kannst, aber die Person nicht wirklich was dagegen sagen kann, weil es so geschmiert rüberkommt. Also das war wirklich ganz, ganz großartig, dieses, na, häng dir doch auf. Weil das könnte ich durchaus glauben, dass das, keine Ahnung, der Fiegel oder so bei irgendeiner wichtigen... Österreich, häng dir auf. Ja, genau, richtig. Dann bei ihm, eben, dass er bei der beim Molotow oder so irgendwas dann bei der Vertragsverhandlung irgendwie mal hat fallen lassen. Etwas in der Richtung. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, jedenfalls, er wird umgebracht von einer ominösen Hand. Ja, man sieht einen Arm. Ja. Daran befindet sich eine goldene Uhr. Gold? Naja, wurscht. Jedenfalls Metallen. Oder vergoldet. Metallen auf jeden Fall. Es ist eine Herrenuhr, ja. Obwohl der Pullover eher nach einem Damenpullover ausschaut. Weil er so kurz noch... Recht ein kurzer Ärmel, ja, ich glaube, da... Weil der gleiche Pullover kommt dann nachher vor und der passt perfekt. Was ich glaube, da wird das Publikum... Kann sein, dass das vielleicht geführt. Ein Stuntman gewesen ist und der hat vielleicht nicht Stuntman ganz reinpasst. Mit einem längeren Arm, naja, das weiß ich nicht so. Ein Armmodel, ne? Ja, genau, richtig. Nein, sie haben viel zu schiere Arme. Der OF hat ja ein Mörderbudget gehabt, nachdem sie das mit ZDF-Co produziert haben. Das sind Doubles gecastet worden. Genau. Das stimmt, ja, das hat mich ein bisschen verwirrt am Anfang. Was? Das ist ORF-Logo und drunter steht ZDF. Und dann kommt die Katze. Dann kommt diese Katze. Ja. Ja, und, die es aber nur beim Kottern gibt in dem Zusammenhang. Ja, und sie, aber das ist doch eindeutig eine Persiflage von Metro Goldwyn Mayer. Auf diesen Löwen, ja, auf jeden Fall. Ja. Jedenfalls, er ist tot, die Frau kommt zurück nach einiger Zeit und findet ihn
Toda. Findet ihn leblos. Sie sagt, was ist denn das jetzt schon wieder für eine Vorstellung? Genau, richtig, weil sie glaubt, dass es wieder ein Streich seinerseits ist. Was es ist die letzte Vorstellung. Ja, leider. Er hat sich ausgetan. Zwischenzeitlich sieht man den Kottan als Musiker bei sich zu Hause. Da singt er ein Duett mit der Chris Lohner. Ah, so die, gut. Die im Fernseher, aus dem Fernseher raus singt. Die Frau Kottan und die Kottan-Mutter sitzen daneben. Sind weniger begeistert davon, weil sie glauben, weil er es von seinen Midlife-Crisis-Träumen erzählt. Generell ist Kottan von der Midlife-Crisis geprägt. Ich glaube, alle es haben Charaktere sind ein bisschen in der Krise. Ja, definitiv. Also die Ehefrau sauft und kann ihn eigentlich überhaupt nicht mehr ausstehen und hat schon mehrmals angedeutet, dass sie ihn vielleicht umbringen möchte. Die Kottan-Mutter, die ist gechillt. Die ist super. Ich weiß nicht, was sie nimmt, aber ich möchte es haben. Ja, die ist eine Hobby-Kriminalistin. Ah, so gut. Und nein, vor allem sie hat in der letzten Folge davor hat sie eine wirkliche Obsession gegenüber Mordfällen gezeigt und wie man Leute umbringen kann. Die spielt übrigens von der Gusti Wolf. Sehr gut. Der Gusti Wolf. Sehr gut. Nein, exzellent gespielt. Mhm. Wirklich. Also, wenn ich meine Mutter vorstelle vom Kottan, dann wäre es sie. Mhm. Definitiv. Genau, richtig. Und sie war ja auch ein Urgestein. Mittlerweile aber auch schon verstorben. Dazu muss ich sagen, ich bin unlängst dem Franz Zurada, der den Polizisten spielt, da kommen wir dann später, bin ich einmal begegnet im Fischerbräu. Ja. Und da hat er gemeint, ja, Kottan, stimmt, da hat er mitgespielt. Aber die sind ja mittlerweile schon alle gestorben. Und dann sind alle schon gestorben, die Schauspielkollegen. Und dann sind wir es aber durchgegangen und sind draufgekommen, es sind doch noch nicht alle gestorben. Ja. Es sind eigentlich gar noch nicht so viele gestorben. Und das Beste, aber ich glaube, das war noch bevor der Schrammel gestorben ist. Ich bin mir nicht sicher. Und das Beste ist, meine Mutter ist mobile Ergotherapeutin und eine von den Patienten war einer von den Bühnenbauern für den Kottan. Mhm. Ja, was auch ein cooler Zufall ist eigentlich. Aber da sieht man, dass doch noch Teile von Kottan hier irgendwo in Wien noch verstreut sind. Dem Franz Zurada begegnet man ganz oft. Der ist eigentlich überall unterwegs in der Innenstadt. Aber man sieht nicht nur eben, du sagst ja eben, du hast auch vorhin gesagt, es kommen mehrere berühmte Leute vor, also nicht nur, also die nie wieder in irgendwelchen anderen Folgen wahrscheinlich auftauchen werden, aber der Franz Zurada eben Ostbahn-Kurti, das ist ja taucht als das kommen ja, das ist das, dann das, am, das Finale, das ist sprechen, das, das ja. ist ganz das Schluss. Aber schauen wir, dass wir weiterkommen. Genau, wir sind jetzt noch auf der ersten Seite der Notizen. Also Ferdi wird mit einem blauen Tuch stranguliert. Genau, richtig. Dann sieht man kurz Kottans Kapelle aufspielen. Richtig, die wieder mal eine Playback-Nummer spielen, genau, mit den falschen Musikinstrumenten wieder mal. Genau, und dann kommt die Frau vom Kottan, glaube ich, kommt rein. Richtig, und erklärt ihnen, dass ein Mordfall gibt. Es gibt einen Fall, es ist ein Mord passiert, sie nennt die Adresse, sagt Haus Nummer 7, Stiege 2, darauf sagt der Schremser 3, 4. Ja, und dann wird weitergespielt. Ein netter kleiner Gag. Nein, wirklich, der funktionieren hätte können. Der war wirklich dezent und lieb und einfach, das war genau, einer der schönen Unschuld. Es war ein lieber Gag. Ja. Es gibt einige solche Gags, manchmal gehen sie in die Hosen. Aber in dem Fall nicht, also wirklich. In dem Fall hat es funktioniert. Ja. Dann fährt halt dieses Einsatzkommando, bestehend aus Kottan, Schremser und Schrammel, zum Tatort und sie werden gleich mal von einer Passantin verprügelt. Ja, das ist großartig. Eine ältere, stärkere Dame, die sehr der Meinung war, dass sie diese Straße hat kreuzen hat dürfen. Es kriegt jeder eins drüber von ihr. Ja, sie war sehr lautstark in ihrer Meinungsbildung. Und dann öffnet sich unterm geparkten Auto von Kottan öffnet sich ein Kanaldeckel und der Mann im weißen Anzug steigt raus. Und aber davor zerstört er noch Kottans Auto, indem er es umdreht. Ja. Er war nämlich beleidigt, weil er nämlich genau auf dem Kanaldeckel geparkt hat. Und dann wirft es um und sagt dann eben, immer parken sie auf meinem Kanaldeckel. Oder auf meinem Hausausgang. Auf meiner Haustür. Ah ja, auf meiner Haustür. Haustür. Was
Ist das irgendein Ding, weil der kam schon einmal vor? Ist das ein Ding in den 80ern? War das ein Tohuwabohu-Gag? Du hast diesen den Running Gag in Form einer absurden Figur hast du zum Beispiel auch beim Niki List immer wieder. Nein, ich weiß schon, aber das ist keine Reference, Ich denke nicht, dass es das ein hat keinen Kontakt ist. Mit irgendwas nein, anderem. Glaub, da hat irgendjemand einfach nur urviel Kokain genommen und gesagt, wir schreiben den jetzt da rein. Nein, aber ich glaube, ich bin da jetzt kein Filmexperte, ich weiß nicht, mit welchem Film das begonnen hat, aber ich glaube, dass sich da auch der österreichische Film gegenseitig referenziert schon mit solchen Figuren. Das okay. Zum Beispiel beim Niki List, ja. Wie heißt denn dieser Detektivfilm mit dem Witterseck? Müllers Büro. Ja. Das ist beim Müllers Büro auch so eine absurde Figur, in dem Fall nervt sie ja irrsinnig. Das ist so eine Frau mit silbernen Haaren. Dann verstehe ich schon. Ja. Also das ist einfach ein Archetyp, der einfach mehrmals vorkommt. Das ist in verschiedenen... So eine Side-Story, ja. die... Macht null Sinn, weil das letzte Mal ging es ums Joghurt. Ja, es ging um Joghurt, er ist nämlich vor der NÖM irgendwie ausgestiegen aus dem Kanaldeckel und hat Joghurt geflaudert. Irgendwie so. Sehr seltsam. Es wird da irgendein Randpublikum damit bedient, aber ja. sie werden halt... Vor allem, weil er einen weißen Anzug hat. Wer es so wahnsinnig geht... lebt im Kanalsystem und Herr hat einen Hermes. Herr Hermes, und da haben wir offenbar schon wieder eine Referenz auf diese Figur. Glaubst du, dass der Herr Hermes sich weiß anzieht, oder glaubst du, ja, ist das der gleiche Schauspieler? Das wäre lustig, wenn der Herr Hermes... Das hat er vielleicht mehr von Miami Vice. Also okay, ja, das kann er auch sagen, ja. Du hast aber diese da zwei Figuren, da war der Miami Weiß und der Miami Schwarz. Der funktioniert aber auch nur im deutschen sprachigen Raum. Das ist übrigens eine sehr schmale Gruppe an Leuten. Ich glaube, 90% der Leute wissen nicht, was Miami Vice ist. Und wenn sie es wissen, glauben sie, dass es der 2008er Film ist oder 2009? Ja, Michael Mann, zur Information für die jüngeren Zuhörer, Miami Vice war eine Fernsehserie in den 80er Jahren. So gut. Ich habe es damals überhaupt nie gesehen. Aber ich glaube, dritte Folge war Kokain. Ich habe die Kaugummis gekauft, in denen die Miami Vice Pickel drinnen waren. Ah ja, okay. Ich war eher ein Asterix und Obelix Kaugummi-Kauer mit dem Pickel von Asterix und Obelix drinnen. So um 20 Groschen hat es Kaugummis mit Melonengeschmack geben. Ach, die habe ich nie genommen. Ich wollte die mit Kirsche und Cola. Da waren so schmale Pickel drinnen. Ja. Und die hat es gegeben mit Miami Vice, mit Knight Rider und was weiß ich. Ja, Bazooka hat es auch noch gegeben. Turtles. Die Teenage Mutant Ninja Turtles Kaugummis, die waren großartig. Aber Teenage Mutant Ninja Turtles hat es für 3-4 Jahre, es hat alles in Teenage Mutant Ninja Turtles gegeben. Ja, Stickerhefte und. Nein, ich absurde Kostüme. Absurde Sachen. Ich habe Zuckerspender und so Geschichten. Ich hatte eine Teenage Mutant Ninja Turtle Alarmsirene für mein Fahrrad. Das war so eine kleine Windturbine, die du gedreht hast und es hat so ein... War das im Mickey Mouse Heft dabei? Nein, das hat mir irgendwann... Mein Dad ist Fahrradmechaniker. Er hat mir das irgendwann mal mitgebracht. Ich so, okay, cool. Jetzt ist das meine Klingel. Also die Ninja Turtles sind nicht vorgekommen. Leider nicht. Da war die Folge noch zu früh. 86 war das Comicbuch schon draußen. Ist es eine 86er Folge? Ich glaube, es ist 86 oder 87 muss sein. So um die Zeit herum. Weil es sind nämlich, und da gehen wir kurz vom Fall weg, weil wir sind schon ziemlich tief drinnen. Und zwar ein Thema, das ich wirklich gerne ansprechen möchte, die Innovationen. Weil es eindeutig gezeigt hat an manchen Stellen, was es nicht für neues, tolles Spielzeug gibt an der Welt. Computer. Ja, erstens einmal das, befrag du den und er fragt wen und er sagt, na, dem Computer soll er befragen. Dann, der nie gezeigt wird, weil wahrscheinlich das Budget zu teuer ist. Dann der Kaffeeautomat. Das ist das zweite Mal erst, dass er vorgekommen ist. Der Kaffeeautomat ist die künstliche Intelligenz bei Kotan. Absolut, ja. Es zeigt, dass die Maschine irgendwann mal dem Mensch unterwerfen wird. Ja, es ist so eine österreichische Form von AI. Ja, es ist großartig. Es ist so schön passiv-aggressiv. Das heißt, willst du nicht das geben, was du willst, und dann bedroht es dich irgendwann einmal. Es ist wirklich wunderschön. Ja, und irgendwann mal ist es deine Regierung. Also für die Leute, die das jetzt noch nie gehört haben, dieses Recordening und sie auch keine Folge anschauen werden. die nur den Leo hören möchten. Weil es hat jetzt vor kurzem, ich bin ein bisschen die Statistiken durchgegangen von den einzelnen Folgen.
Und die bis jetzt auf YouTube meistgehörte Folge ist definitiv meiner Theorie nach deswegen, weil die Person die meisten Leute hat, die ihn hören möchten. Niemand will mich hören. Alle wollen den Gast hören. Na, siehst du's. Ja, also du, bitte. Gib den Fans, was sie haben wollen. Mehr Leo. Also der Pilch kollidiert ja immer wieder mit diesem Kaffeeautomaten. Das ist seine Nemesis, das ist sein Endgegner. Nach dem Fliegen. Davor war seine Obsession mit Fliegen, die er dadurch löst, indem er eine Katharsis startet, indem er sein Bürozimmer anzündet. Pilch ist ja eine sehr facettenreiche Figur, wollte ich sagen. Eine facettenreiche Figur. Er ist ein Narzisst irgendwo. Irgendwo? Überall. Er ist überall ein Narzisst. Er will das meiste für sich selber herausholen. Er ist irrsinnig grauslich zu seinen Mitarbeitern, er ist irrsinnig lästig, er behindert manchmal die Ermittlungen. Ja. Er will sofort Lösungen sehen, obwohl sie noch nicht da sind. Er will von allen geliebt werden. Ja. Das kränkt ihn furchtbar, wenn er merkt, dass man sich über ihn lustig macht. Ja. Wie gesagt, die Charaktere selber, die in dieser Folge sind, auch wenn sie generell in dieser Folge eher seicht erscheinen, haben definitiv mehr Tiefe in anderen. Und der Pilch ist definitiv einer der besten. Und gehen wir nochmal zurück auf die Innovationen. Dann eben Handheld Devices, wie man so schön heute sagt. Ja, großartig. Ja, wobei es zu dem Zeitpunkt sicher auch schon digitale... Game & Watch hat es schon gegeben damals. Handheld-Geschichten gegeben hat, ja, wo du halt so drei, vier Bildmöglichkeiten gehabt so gut hast. Die ersten Donkey Kong-Versionen hat es für den Game & Watch gegeben. Autospiele und so weiter. Aber was man da sieht, sind einfach so Sachen, die mit irgendwelchen Federn funktionieren. Ja, und es ist... So was ganz Primitives. Und es ist... Blackjack. Blackjack. Es ist Blackjack. Ein analoges Blackjack-Handheld. Vor allem, es ist logisch, weil Blackjack absolut auf Zufall basiert und wie viele Karten du ziehst. Das ist es. Mehr ist es nicht. Daher ist es super simpel als mehr oder weniger zufallsbasiertes Plastikteil zu produzieren. Das ist großartig, die Idee. Ich möchte das Ding haben. Solche Dinge hat es ja zu Tausenden gegeben. Das ist ja etwas, das ich schon fast wieder ein bisschen vermisse. Diese enorme Vielfalt, nämlich an solchen Plastikklumpert, die du in die 80er noch gehabt hast. Die Schale mit der kleinen Mulde in der Mitte und dem Labyrinth und du musstest die kleine Metallkugel in die Mitte führen. Da hat es also so Würfelspiele geben und so Geschichten. Der Rubiks Würfel eben und dann seine Perversionen also davon. Das merkt man schon, dass das mit dem digitalen Spielzeug zunehmend verschwindet. Was natürlich weil es simuliert wird vom Müllproblem her sicher eine gute Entwicklung ist. Meinst du, dass es besser ist, dass man alle zwei Jahre ein Hightech-Gerät wegschmeißt, als alle 30 Tage ein Plastikklumpert? Naja, gut, ich glaube, dass nicht alle Leute... So Recycling ist, glaube ich, wichtiger in dem Fall. Dass nicht jeder alle zwei Jahre sein Hightech-Spielzeug wegschmeißt. Vor allem würde ich sagen, dass die soziale Entwicklung auch nicht dahin geht, dass man sich sowas überhaupt noch leisten kann. Wichtiger ist, dass das Plastikteil nicht irgendwo mal in einem Delfin landet. Oder? Das ist das Wichtigste. Egal, ob es Handy ist oder... Liebe Zuhörer, recycelt. Tut es brav den Müll trennen, tut es brav recyceln. Ja, wir hier sind offizielle Befürworter. Und tut Plastik vermeiden. Genau. Und Plastik kann man eigentlich nicht wirklich recyceln. Nein. Was wird das Plastik recycelt? Das Produkt von recycelten Plastik sind entweder irgendwelche Abflussrohre oder Kunstfaserkleidung. Ja, richtig. Das wird aus euren Bettfloschen und Plastiksackerl. Oder Stühle, ich habe schon Stühle gesehen. Da zerschreddern sie es, schmelzen sie es und spritzen sie es neu und dann hast du, weißt du, diese billigen Gartenstühle für 10 Euro. Trotzdem habe ich lieber ein Holz. Ja, nein, nein, ich sage nur, was sie daraus machen. Ich sage nicht, dass es besser ist. Nein, und vor allem was das Recycling anbelangt, in Wien eben haben sie es zu gut gemacht, was das Plastikrecycling anbelangt. Weil wir ja Müllverbrennungsanlagen... Zu wenig Plastik in die Donau. Nein, zu wenig Plastik... Sagen leider Schwarzmann, was ist das? Wo ist das Plastik? Zu wenig Kunststoff in unserem Restmüll. Restmüll brennt nur dann richtig gut, wenn Kunststoff dabei ist. Das heißt, es wird jetzt Restmüll angekauft aus Ungarn? Nein. Ich glaube, das weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ist, dass sie einige Zeit die Verbrennungsanlagen befeuern haben müssen, zusätzlich mit Öl, damit der Müll brennt.
Weil sonst brennt er normal. Das, und das Problem ist nämlich, Plastikflaschen ist super einfach zu recyceln, weil du hast, keine Ahnung, 16 verschiedene Kunststoffsorten oder so. Ich bin mir nicht sicher. Ah, man kann das googeln. Aber ja. nein, Kunststoffsorten für Plastikflaschen, PET-Flaschen okay. und so, die sind ziemlich standardisiert. Aber was Kunststoffe generell anbelangt, hast du hunderte, tausende verschiedene Sorten und da ist das Recycling wesentlich schwieriger. Deswegen sind sie wieder zurückgegangen, dass du nur Plastikflaschen in den Kunststoffmüll schmeißt. Und der Rest kommt wieder in den Hausmüll, damit eben der Kunst, damit der Hausmüll brennt. Gut, du hast, also du hast bei den Plastikflaschen eine bessere Übersicht. Genau, über das, richtig. Das Recycling ist effizienter. Okay. Ja. Vor allem, weil du, wir machen es noch nicht so wie die Deutschen, weil die Deutschen haben ja diese coolen Mehrwegflaschen, mit denen du wirklich jemanden eine runterzahlen kannst, ohne dass er kaputt geht. Und die tun, ja, da waschen das, sie, die waschen es aus. Es haben sich in Deutschland viele Leute drüber aufgeregt, aber dafür funktioniert das dort. Aber ich will eigentlich, dass die Glaswasche wieder das zurückkommt. Problem. Ja, absolut. Also die Glasflasche ist sicher das toxikologisch Unbedenklichste. Solange man nicht das, die Glasflaschen dann auf einmal mit dem Auto heimzahlt, statt mit dem Fuß zu gehen, ist mir die Glasflasche lieber als die Plastikflasche. Aber die meisten Österreicher gehen eh mit dem Auto einkaufen, was ich das eh wahnsinnig finde. Das sind, also wir kommen zwar jetzt schon vom 100. ins 1000. Aber das ist eine Entwicklung, die mir auch überhaupt nicht behagt. Eben weg von der Glasflasche. In den 90er Jahren haben wir auch beim Kotton, man sieht überall nur Glasflaschen. Gehabt. Coca-Cola, Pepsi, alles, das sind Glasflaschen. Das hat so vor 12 bis 15 Jahren hat es dann so endgültig diesen Schnäuzer gegeben, dass es nichts mehr in Glasflaschen gibt. Ja. Nee, es war vor allem eben diese, es war eben während der schwarz-blauen Regierungszeit, dass sie eben dieses Recycling-System geändert haben. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es genau funktioniert, aber es hat irgendwas mit den Plastikflaschen zu tun. Ich würde jetzt nicht nur dieser Regierung in die Schuhe schieben, ja, aber obwohl man doch gern dieser Regierung... Es ist so einfach. Ja, aber... Glas. Ja, und etwas, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass massiv Zucker durch Aspartam ersetzt wird. Ja, es ist so viel einfacher. Das Aspartam kann man synthetisch herstellen, Zucker nicht. So viel einfacher. Und es soll ja nicht so wahnsinnig gesund sein. Nein, es ruiniert deine Leber angeblich. Also von daher perfekt. Weißt du, wie viele Leute danach Lebermedikamente zuerst brauchen, wegen die ganzen Gifte, dann die Therapie, dann eine neue Leber? Ja, aber es ist ein super Geschäft. Es ist insofern furchtbar, als es auch den Geschmack von den Getränken verfälscht. Oh nein, Aspartam-Getränke schmecken überhaupt nicht wie Zuckergetränke. Das Ärgste war, wie ich in den USA war, habe ich das erste Mal mexikanisches Coca-Cola getrunken, wie ich in Los Angeles war. Mexikanische Coca-Cola wird gegenüber allen anderen Coca-Cola-Sorten nicht mit Mais, also mit Maiszucker, Mais, High Fructose Corn Syrup heißt es. Fructose, Corn, Mais-Sirup. Dingsbums. Ja, halt Zucker aus genetisch veränderten Mais im Endeffekt. Stattdem verwenden sie Rohrohrzucker noch. Aber viel mehr. Ich glaube, ein Drittel mehr Zucker. Ja, ich habe das einmal probiert. Ich habe Cherry Cola. Und ich war ein Idiot, weißt du. Ich habe mir gleich einen 1,5 Liter Becher genommen, weil ich so, America! Also es war nicht 1,5 Liter, es war irgendeine Third Gallon Thingy. Ein Riesenbecher, ja. Das ist vor allem aus Styropor. Und jetzt so pervers. Ich glaube, ja, ich glaube, ich habe Diabetes. Nach dem Urlaub hatte ich definitiv Diabetes. Aber kommen wir zurück zum Kottern. Richtig. Vom Zucker zurück zum Kottern. Wir waren bei... bei den Innovationen. Ja, die Passantin, die das Einsatzkommando verprügelt. Dann ist der Running Gag mit diesem Anzugmann. Richtig. Und dann sind wir schon in dieser Wohnung. Genau, wo die CSI-Lady gleich am Schminken ist. Die CSI-Lady? Ja. Das ist die etwas dicklichere Dame im Hintergrund in einem weißen Anzug. Diesmal gar nicht auf. Ja eben, das ist ja das Großartige. CSI hat null zu tun, außer wann ist sie gestorben, was, aus. Und dazwischen schminkt sie sich. Ja, aber du siehst, in diesen 20, 30 Jahren hat sie das CSI gemausert. Ne? Das hat sie in den Vordergrund gedrängt. Absolut. Ja. Finde ich keine positive Entwicklung, ehrlich gestanden. Ich mag meinen Tatort immer noch ohne CSI.
Und wir haben da gleich den Polizisten Franz Urada. Ja, genau, richtig. Der gleich einmal wieder runtergeputzt wird vom Kotan. Der sich seinen Namen nicht merken kann und so. Kotan war dann sein letzter Tipp, glaube ich. Kotan war der letzte Tipp und Kotan hat dann aufgegeben. Die Dame, die der Ferdi, die das Mordopfer besucht hat, genau. Behauptet, eine Soziologiestudentin zu sein. Was natürlich nicht... Wir wissen jetzt, wo wir die Folge gesehen haben, dass es nicht gestimmt hat. Und auch schon damals wurde Soziologie ein bisschen schlecht dargestellt, im Sinne von, dass gleich einmal gefragt ist, na, wo ist denn das? Jo, also... Ein gewisses Unwissen der Gesellschaft gegenüber der Soziologie. Eine Meisterin der brotlosen Künste. Ja, nein, außer für den 1000 in 1. Den einer in 1000, nicht 1000 in 1, ja. Richtig. Jedenfalls. Und wir erfahren, was wir eh schon wissen, Ferdi ist Einteiler bei der Einheitszeitung. Genau. Also Ferdi Breiner aus Döbling. Und so ein schöner Name. Ferdi, weißt du? Ferdi ist so ein schöner Name, weißt du, das in einem amerikanischen Film, wenn du irgendwie Nazis drin hast. Ja? Hassen die Ferdi? Nein, und du hast einen Österreicher in dieser Gruppe von lauter Deutschen, dann ziemlich sicher, dass er Ferdi oder Franz heißt. Es ist auf jeden Fall ein Name, der eigentlich nicht mehr so häufig zu hören ist, vor allem nicht in einem... wie soll man sagen, in der urbanen Bevölkerung. Ich glaube, du würdest als Kind nicht überleben auf der Schule, wenn du Ferdi heißt heutzutage. Hm. Ich glaube, das ist, da hast du es, glaube ich, leichter als Chantal oder Kevin. Ja, ich habe in der Schule Leopold geheißen, ich meine, er heißt immer nur Leopold. Ja, ich hoffe, dass du Leopold, aber Leopold kann man auf Leo verkürzen und Leo ist ein schöner Name. Ja, was ich dann aus Notwehr gemacht habe, mittlerweile als Erwachsener treu ist man wieder. Paul lässt sich ja leider nicht verkürzen, weißt du, also... P, Mr. P. Ja, Mr. P ist nicht gut. Ist auch nicht gut. Nein, ist nicht gut. Hm. Komme ich gleich ins Gefängnis als jedenfalls Mr. P. Der Herr Ferdi Breiner ist das Mordopfer und der ist verheiratet, natürlich nicht mit der Soziologiestudentin, wie wir schon vermutet haben, und der Schrammel wird eben geschickt, die echte Lady Fintan, die echte Frau Breiner zu besuchen. Das sehen wir gar nicht. Leider. Sehen eben nur diese Szene, wo Schrammel aus dem Taxi aussteigt und eine Kaskade von Unfällen auslöst. Ach, so gut. Eben, das ist eben dein Lieblingsmoment, war schon da erreicht, im Endeffekt. Und dann eben finden wir heraus, dass er mit woher er seinen Reichtum hat. Woher er sich das Ganze hat leisten können. Zwar mit dem Handel, mit den guten Stammplätzen. Mit den guten Stammplätzen für die Zeitungsverkäufer. Und es wird eine enorme Summe genannt. Die Zahlen ihm was. Er verdient 30.000 bis 50.000 Schilling im Monat. Im Monat vor allem. Es wird dazu betont, dass das im Monat ist. Nee, das rechnet sich drauf auf 360.000 bis 600.000 Schilling im Jahr. 30.000 bis 50.000 Schilling. Die Jüngeren werden natürlich mit diesen Summen nicht mehr viel anfangen können. 30.000 Schilling mit sind 2.000... Inflation, 3 bis 5. Gut. Sagen wir, machen wir es gerade einfach wegen der Inflation nicht wirklich. Es ist nicht wirklich vergleichbar, weil du kannst dir kein iPod in 1987 kaufen. Das ist das Problem. Aber ich denke, das ist das Geld, das er zusätzlich verdient zu seinem Gehalt. Ja, nein. Also 30.000 bis 50.000 Schlei 1987 ist ein wirklich gutes Gehalt. Und das dürfte... Ja. Also, sorry. Entschuldigung. Das dürfte der Grund auch Gesundheit... Entschuldigung. Jetzt machst du es aber schon absichtlich. Nein. Das dritte Mal war noch in Ordnung. Jetzt würde ich... Gut, also... Die Auseinandersetzung mit dem Herrn Gajic. Gajic ist ein großartiger Name. Der Herr Milan Gajic. Wirklich super Name. Die dürfte Wurzeln halt in diesem Korruptionsgeschichtel. Der Kollege vom Ferdi wird da interviewt. Er hat eine ganz großartige Sonnenbrille auf. Fliegebuck. Oh, so gut. Er schaut wirklich aus wie das größte Arschloch. Es ist super. Mit der strammen Kleidung, dem Fuchsschwanz
auf seinem Schlüssel, ja, so also einen Fuchsschwanzschlüssel. Weißt du, wenn er dann noch einen Dings gefahren wäre, einen, wie heißt das, Pontiac oder sowas. Nein, ja, ein Pontiac oder noch schlimmer, wie heißen, da hat's dauernd diese Witze gegeben, gegenüber einem spezifischen Auto in der Zeit. Es hat sogar ein Manta. Opel Manta, ja. Der Opel Manta, obwohl es ein großartiges Auto war, ist von VW und Porsche zerlegt halt so worden. Es war halt so das typische, aber das wäre ein Manta-Fahrer gewesen. Proletenauto. Es war so dieses ja. typische, nee, ländliche Proletenauto. Es war billiger als der BMW, ja. und der Porsche damals. Natürlich, ein billiger Sportwagen ist natürlich, der muss natürlich verspottet werden. Ja, nein, und das hat die Breite und hat den deswegen gibt es kein Manta jetzt mehr. Sie haben ihn zerstört, mehr oder weniger, mit ihren Witzen. Aber es ist bestimmt ein Sammlerobjekt mittlerweile. Oh, ich würde mir einen Manta kaufen. Hätte ich das Geld, würde ich mir einen Manta kaufen. Benannt nach dem Manta-Rochen. Jedenfalls, der Kollege von unserem Mordopfer stellt sich bereitwillig mit Informationen. Ja. Er erklärt... Und weil ein anderer Verkäufer anwesend ist, sagt das dem Kottern ins Ohr. Genau. Das war Tschusch und das und ja. er sagt ihm den Namen. Und, hat er Jugo gesagt oder Tschusch? Ich glaube, er hat Tschusch gesagt. Okay, ja. Macht's nicht besser. Als Information für die, die es nicht wissen, Tschusch kommt ja aus dem ja, aber glaubst du wirklich, dass jemand nicht weiß, was Tschusch heißt? Ja, das könnte sein. Okay. Das kommt aus dem Slawischen, ja. von Tschusch, was eigentlich nur fremd heißt. Ja. Also Tschusch heißt eigentlich nur Fremder. Ja. Was es natürlich nicht besser macht. Nein, weil absolut nicht. Du solltest nicht dann das Schimpfwort benutzen. Österreichischen Staatsbürgern generell das Wort Fremder an den Wort zu werfen, ist nicht wirklich sexy. Gut, so von einer Nationenverständigung. Also wir haben uns immer gefragt, wo die Drehorte sind, wo ist das gedreht worden? Da hätte ich geglaubt, dass das im Prater das Café? Gedreht worden ist, in diesem Prater-Café. Ja. Das kann gut sein, weil es so räumig ist und trotzdem urverwahrlost ausschaut. Das hat nämlich auch so rund ausgeschaut. Ja, irgendwie. Kann gut sein, ja. Jedenfalls, dort wird eben auch noch, ist noch der eine Lavendelmäntler Gaij eben auch noch kurz anwesend. Das war aber nicht der Gaij, der Achso, das war nur der Kollege von Gaij. Das war ein Kollege. Schau, ich bin schon wieder rassistisch. Ich kann den nicht auseinanderkennen. Super. Gut, dann sind wir wieder auf der Polizeistation. Wir entdecken ein Foto von Rudolf Kirchschläger, dem so gut. Bundespräsidenten, ja. an der Wand. Wunderbar. Keiner schlägert wie Rudolf Kirchschläger. Den kannte ich nicht. Der ist mir gerade eingefallen. Ich habe kurz an häusliche Gewalt gedacht. Na, also, gibt es da sowas beim Kirchschläger? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Es wäre großartig, wenn sie. Also, es wäre nicht großartig. Es war ein braver Katholik, der Rudolf. Ja, eben, dann schlägt er erst recht zu, wenn er braver Katholik ist. Kinder sind zu züchtigen, das sagt doch der Papst. Ja, stimmt. Ja, also. Ganz großartig. Ja, vor allem Kirchschläger, ja, weißt du? Wolf im Schafspelz. Kirchschläger vor allem, ja, weißt du? So, christlicher geht ein Name fast gar nicht mehr. Naja, Kirchschläger? Nee, statt. Ja, er, kennt so der Kirche, er schlägt für die Kirche. Für die Kirche, der kirchliche also, Vollstrecker, ein Mad Max. Magst du noch eins? Bevor du ja, das Bitting herauszahlst. Ja, ich trink mich da mit alkoholfreiem Bier. Ja, du bist der Härteste. Das Bittinger, das zahlt effing aus, das ist das billigste Bier, das man kriegt. Also, jetzt ist der Paul kurz weg, weil man ein alkoholfreies Bier aus dem Kühlschrank bringt. Ich hätte eine Dose getrunken. Bittinger ist das billigste alkoholfreie Bier, das man beim Spar kriegt. Wohl. Hätte ich mir jetzt selbst versorgt. Jupp. Ich habe nämlich nicht so fix damit gerechnet, dass du daran gedacht hast, dass ihr. Das, wie gesagt, nach unserem ersten Terminversuch habe ich das schon gelagert gehabt und alles drum und dran. Meine Getränkewünsche waren entweder Reis-Kokosmilch, ja. also. Wirklich deliziöses Menü hast du da rausgesucht. Oder alkoholfreies Bier. Ja. So. Frei nach der Foucade- oder Eierlikör-Frage. Weiter mit dem Fall. Wie war der Ding so als Kollege? Fragt wir sind er in einer Minute sowieso schon auf länger als die Folge. Ja, dann muss das vielleicht schneiden. Nein, das wird nicht geschnitten. Ich würde es dir ans Herz legen. Die Leute, die das nicht aushalten, ich werd Bookmarks machen für die einzelnen Kapiteln und ihr könnt es hin und her switchen. Du wirst halt bügeln inzwischen. Genau, was? Richtig, ja.
Nein, also als Verwendungszweck für den Podcast habe ich bis jetzt gehört, ich höre mir es an, während ich irgendwas anderes mache. Für euch Leute, die gerade irgendwas anderes machen, danke, dass ihr euch den Podcast anhört. Like, Favorite, Share und Subscribe. Oder das so ist irgendwas. Doch erbärmlich, sie zu bedanken. Wirklich? Bei den, ja. bei den Leuten, die sich wirklich die Mühe machen, sich das anzuhören? Na gut. Danke. Nein, wir hören noch nicht auf. Ich bin so ein unhöflicher Mensch. Ja, wir sind ich muss es eh lernen. Wir sind noch nicht fertig. Hat das vielleicht einen pädagogischen Wert? Was? Für mich. Also, okay. Das ist das Zusammentreffen. Ja. Gut, wir waren beim Rudolf Kirchschläger. dann, das seine Kinder schlägt. Ja, ja. Brechen sie auf, um den Herrn Geitsch zu treffen, nachdem sie ja die Info bekommen haben. Yep. Wo eben dann diese großartige Hausszene sich die entfaltet. Die Hausszene, über die wir schon gesprochen haben. Die Ratte genau. wird mit der Handgranate gekillt. Ja. Dann die sind Händel wir bei, in der dann Wohnung. Sind wir bei Ernie Mangold, die da dem Kottan und dem Schrammel so eine österreichische Version von Basic Instinct liefert. Sie sitzt im Bademantel da. Weißt du, wenn sich der ORF was traut hätte, hätten sie was gezeigt. Ja, hätten sie was gezeigt. Sie hat dann doch einen Slip an. Ja. Immer noch eine sehr harte Szene, weil sie spielt wirklich gut. Sie spielt wirklich. Ich wette, sie hat. Weil das, was sie sagt, ist furchtbar, aber sie bringt das so gut rüber. Also die ist diese Figur. Wirklich, Ernie Mangold ist eine grandiose Schauspielerin. Es ist wirklich traurig, dass sie relativ doch relativ unbekannt ist. Die, wie gesagt, ich glaube seit den späten 40ern, auf jeden Fall seit den 50er Jahren, in diversen Filmen, Theaterstücken immer wieder auftaucht. Jo. Und immer noch aktiv ist. Ja, nein, großartig. Ich hoffe, ich werde sie mal kennenlernen und sie darüber befragen können. Nein, weil das ist mein großer Traum für die Recottering, jemanden von Cotton und Mittel dabei zu haben. Ich kann es gar nicht beschreiben, wie großartig sie, das wäre. Sie spielt gerade in einem Stück, das sie kritisch mit der derzeitigen ungarischen Regierung und der derzeitigen ungarischen Gesellschaft befasst. Was eigentlich ureinfach ist. Das weiß ich nicht, ob nein, das nein, so nein, einfach nein, ist. Nein, weil die ungarische Regierung derzeit ziemlich viel Scheiße anstellt. Es ist einfach da kritisch dem gegenüberzustehen. Ja, wir haben einen Assistenten, der ist im Raum anwesend. Einen Fan, ihr habt einen Fan anwesend im Raum, nicht einen Assistenten. Wir haben einen Fan auf unseren billigen Plätzen sitzen. Einen Assistenten, dessen einzige Aufgabe darin besteht, den Mund zu erhalten. Aber genau. Selbst das schafft er nicht. Ja. Egal. Deswegen wird er auch. Er kriegt ein Kapier. Ja, nein, es passt schon. Jedenfalls, um auf die Folge zurückzukommen und das endlich einzufädeln, wir haben laut meinen Notizen noch nicht mehr so viel. Ja. Wir haben noch ein paar kurze, coole Momente, die mir wirklich gut gefallen haben. Erstens der 5-Minuten-Kopfstand. Ja. Der ja, großartig ja, ist ja, ja. und eben... Auf den dann später nochmal referenziert wird. Ach, aber so gut! Aber gehen wir es wirklich chronologisch durch. Also sie sind dann in diesem Zinshaus, sie finden den Herrn Gajic in einer Wohnung, die sehr hinterzimmermäßig ausschaut. Genau. Leute sitzen da... Es schaut aus wie in irgendeinem schlechten russischen Mafia-Film. Ja. Es wird Karten gespielt, es gibt so Altäre für für Masturbation und für Heiligenschein. Genau, es gibt Altäre für alle möglichen Lebenslagen an den Wänden. Weißt du, es ist so, wie können wir den männlichsten, östlichsten im europäischen Sinne, Raum herstellen? Den östlichsten. Wenn ein Samovar irgendwo noch. Weißt du, ein Samovar hätte noch irgendwo im Hintergrund stehen müssen, aber der Schligowitz am Tisch. Der Schligowitz am Tisch hat mir schon gereicht. Ja. Das war schon Indiz genug, dass wir uns östlich befinden hier jetzt. Obwohl es der 21. ist. Nein, ist eh östlich. Im ganzen Haus. Okay, und da sprechen dann der Kottan und der Schrammel mit dem Herrn Geitsch, sind sehr, sehr direkt. Ja. Sind ziemlich sicher, dass er es nicht war.
Sie sind sich relativ sicher, dass er es nicht war. Der Schrammel, genau. Der Schrammel nicht, der Schrammel, trotz ist, ein, seiner der Schrammel ist ein Idiot. Ja, ein liebenswerter Idiot, aber ja. das weiß man als Zuschauer so, schon, das setzt man schon voraus. Ja, genau, richtig. Jo. Dann tummeln sie nur ein paar Hühner und beim Rausgehen sieht man dann natürlich, dass da sogar Eier verkauft werden. Richtig, was irgendwie Abhof im Kontext quasi logisch ist, weil was macht man schon mit so vielen Händeln zu Hause? Dann gibt es 200 Meter weiter eine Traube von Autos, ja, weil die sie Auto gebildet haben, um so das Auto vom Kottan. Der Kottan hat einen Unterbrecher einbauen lassen. Damit sein Sohn, der einmal vorgekommen ist und absolut nicht wie sein Sohn ausschaut. Damit er kontrollieren kann. Oh, er war der grindigste Typ. Er hat ausgeschaut wie ein, weißt du, wie so ein Klischee-Vergewaltiger. Mhm. Nur in jung. Also wenn du einen 45-Jährigen, weißt du, mit der schieren Brille und den zurückgeschleckten Haaren und das dem Mantel. Ist den Zündelt? Und das ist dein Zündelt. Zündelt. Ja, aber was soll man machen? Ja, jedenfalls wird da eben klargestellt, dass er einen Unterbrecher eingebaut hat, damit sein Sohn eben nicht. Ja, ich habe mir da aufgeschrieben, was ist ohne seine was ist Bewilligung denn, was ist ein Unterbrecher? Nee, das ist einfach ein Zufahrts für den. Ja, aber habe ich da dann nicht einen Kolbenreiber? Ha? Oder nein, also, nein die, es geht einfach der Sprit Elektrik, aus. Okay. Nein, es geht einfach der Sprit aus. Es ist einfach eine Spritzufuhr, eine Klemme, die den Spritzufuhr einfach abschneidet. Okay. Du hast einfach keinen Sprit mehr. Wenn du jedes Mal, wenn dir der Sprit ausgehen würde und du einen Kolbenreiber hättest mit deinem Auto, naja, gut, waren dann viel mehr Autos dann kaputt. Dann wäre es das Öl fehlen. Ja, Mann. Eben, genau. Da müssten mehrere Sachen ja schief gehen. Da, liebe Zuhörer, sieht man wieder, an solchen Dingen sieht man wieder, dass ich keinen Führerschein habe. Du hast wirklich keinen Führerschein? Nein, ich habe keinen Führerschein. Oh, okay. Brauchst mal, schau, wenn du mal reich und successful bist, kannst du mich als Chauffeur verlieren. Ich glaube, das wird nie passieren. Achso, weil du traust mir nicht zu, ein Chauffeur zu werden, oder was? Achso, nein. Ja, genau, das traue ich nicht zu. Das ist das, was dich stört, gell, dass ich nicht zurechnungsfähig bin am Steuer. Naja, schau mal. Vielleicht schaffe ich es irgendwann, die Selbstsabotage aufzugeben und dann werde ich tatsächlich reich und berühmt. Ja, genau. Ist nicht so schwierig, glaube ich. Ja, man darf einfach keine so wie dieser Satz, darf, diesen Satz keine, zu sagen. Noch keinen moralischen Grundfesten sein ja Leben ausrichten. So. Die Wohnung von Gajic. Ja, haben wir schon verlassen. Wir haben den Unterbrecher verlassen. Dann gibt es ein Zusammentreffen mit einem Polizisten, der dann an Kottans Polizeimarke zerschellt. Ja, eigentlich wollte er das alte Lösemittel der österreichischen Polizeigarde verwenden, ja, nämlich Polizeigewalt. Polizeigewalt, er wollte dem Kottan eine was schon mehrmals. Es ist so oft angedeutet in dieser Show. Ich wundere mich, wie jeder Österreicher wieder verwundert ist, dass ein Polizist jemanden zusammenschlägt, weißt du? Ja, wir sehen es doch. Wir sehen es doch beim Kottan. Wenn es uns der Kottan schon zeigt, dann wird es wohl in der Realität auch so sein, oder? Das ist doch die logische Schlussfolgerung. Also der Polizist treibt auf, dann passiert einiges pantomimisch, der Schrammel gebietet Einhalt mit seiner Hand und Kottan zückt seine Marke. Es wird so viel. Es hat manchmal das Gefühl, als wäre es ein Theaterstück und du hättest Theaterschauspieler, die den Text nicht. Die wissen, dass kein Mikro in der Nähe ist, also zeigen sie es nur durch ihre Bewegung. Es hat nur so stummfilm Anwandlungen. Es ist nett, es ist zeitweise ein bisschen Buster Keaton-mäßig. Dann ist man wieder im Büro. Ja. Wo der Pilch auf den Automaten trifft. Genau. Der Automat gewinnt. Mit einem deftigen Faustschlag. Ein Boxhandschuh kommt dann an einer Feder aus dem Fach, wo er den wie aus Kaffee einem vermutet. Einem Warner Brothers Kurz-Animationsfilm von den Looney Tunes. Also irgendwas haben sie da auf jeden Fall gebastelt an diesem Kaffeeautomaten. Ich möchte eine Replika von diesem Automaten den bei mir sicher, stehen. Der steht sicher beim ORF. Oh, das wäre so geil. Nein, wirklich, ich möchte außer den haben. Der Herr Brabetz hat ihn zum Sperrmüll geben, das kann natürlich sein, dass wir den Herrn Brabetz auch ähnlich schauen. Das wär traurig, aber ja, es könnte passieren. Nee, jedenfalls, und wir sehen auch, dass der Schremser sich hochbildet, indem er Asterix und Obelix liest. Ja. Und zwar Asterix als Gladiator, eines der besten Asterix und Obelix Bücher, immer noch, definitiv. Also er hat Geschmack. Das muss man ihm lassen. Ja. Er weiß, was man lesen muss. Der Schremser ist eh irgendwie so der Intellektuelle. Es fehlt ihm ein Haxen. Ja, was soll er tun? Ja, genau, physikalisch. Was man nicht in die Viers hat. Du meinst, was man in 50% von die Viers hat?
Ui, einbeinigen Witze. Dieser Witz hat weder Hand noch Fuß. Da kommt dann... es kommt dann... Oh, der ist schlecht. Kottan ist dann wieder on the street. Genau. Trifft dann die Frau Elvira, die Dame, die, ja, das wissen wir noch, noch nicht, die Soziologiestudentin ist tatsächlich eine Prostituierte, ja. Und die trifft er dann auf der Straße. Jetzt kommt eine nette Selbstreferenz wieder, wo sie zum Kottan sagt, ich versamm keinen von ihren Filmen. Ich verfasse keine ihrer Filme, ja, genau. Ah, so gut, es passiert immer wieder. Und es ist auch diese Folge wieder exzellent exekutiert worden, wie Kottan quasi Kottan sieht. Kottan. Ja, das ist ein guter Song. Kottan. Ja, nein, wirklich, einfach 8 Verse Kottan. Also er ist dann dort mit den Prostituierten kurz beieinander, Kärntnerin ist dabei, genau. Ein Callboy. Ein Transvestit. Ja, genau. Callboy ist schon ein bisschen anders aus. In meiner Erfahrung. Achso, du hast ja einschlägige Erfahrungen. Ja, ich hab permanente Erfahrungen mit Callboys und ich kann dir definitiv beschreiben, das ist ein Transvestit. Na gut. Ja. Gut, aber er zieht seine Rolle exzellent durch. Ja, das stimmt. Also das ist wirklich ein recht guter Darsteller. Vor allem am Schluss dann, wo er dem Kottan das Geldbeißel flattert. Ah, so gut. Das macht er gut. Exzellent. Wir sind dann beim Kottan zu Hause. Wir sehen, dass die Frau Kottan sauft. Was trinkt sie da? Ich glaube, es ist Rum. Es ist Rum oder Wodka. Aber es wäre ein roter Wodka. Ja, Stolichnaya ist rot. Mhm, Stolichnaya. Kottans Sohn wird abgehört von der Kottan-Mutter. Nein, eben nicht. Es ist die Tochter mit dem Schwiegersohn. Es ist die Tochter mit dem Schwiegersohn? Ja, und wird von der Oma abgehört. So unaufmerksam bin ich da schon. Wird abgehört, großartig, weil sie natürlich sich gerade in dem Moment die Liebe schwören. Oder ja, ich könnte ohne dich leben. Ja, es ist ganz furchtbar. So schmalzig. Es ist ganz furchtbar und wird ganz großartig gebrochen vom Kottan, der sagt, was sagst du? Wieder etwas absolut ohne Taktgefühl, in alle, nicht in Fettnäpfchen steigen, sondern man hat einen Fettpool und man macht eine Bombe in den Fettpool hinein vom 5-Meter-Turm. Sie versichern sich gegenseitig, dass sie ohne den anderen nicht leben könnten und er macht eine sehr suffisante Bemerkung dazu. Richtig, und es stellt sich eben heraus, dass eben die Mama Kottan, also die Mutter vom Kottan, eben die Privat-NSA vom ganzen Haus ist, weil sie eben solche Panik hat. Weil, was hat sie gesagt? 2 Überfälle, 2 Mordversuche, 1 Mord, 1 Totschlag. 3 Selbstmorde, ja, und sowas sehen sie auch. Irgendwer muss das Haus ja überwachen, meint genau. sie. Was in einem großen Gemeindebau, den es sicher schon zu dem Zeitpunkt seit 30 Jahren gegeben hat, einfach statistisch... Da passiert schon mal was. Ja, aber da verlasse ich mich drauf, dass es mehrere Leute gibt, die dieses Haus überwachen. Eben. Ja, nicht die Privat-NSA von der Mama. Oder meinst du mehrere Privat-NSAs? Mehrere Privat-NSAs. Du meinst den typischen, eine alte Dame schaut aus dem Fenster raus? Ja, genau. Wie beim Kaisermühlenplus. Es ist großartig. Die Frau Kaiser, glaube ich, heißt sie. Es ist großartig. Das ist etwas, das immer noch nicht ausstirbt, weil ich habe gegenüber eine indische Dame, gegenüber von meinem Haus, die schaut... Jeden Tag um 3.30 Uhr herum für eine Viertelstunde raus. Ja, irgendwer muss es ja tun. Ja, genau. Irgendwer muss es ja tun. In der nächsten Szene sieht man diesen Sandler mit seinem Hund unter der Brücke sitzen, der Sandler, der immer so die Leichen findet und eigentlich nur darauf hofft, dass er hört Schüsse und hofft, dass sie weit weg sind und ist einfach weiter. Großartig gespielt. Oh. Wirklich ganz großartig gespielt. Diese Szene wirklich super. Mit jeder Folge er wird besser. Und er hört Schüsse in der Ferne, es ist neblig und dann ist es wieder still, er wirkt wieder erleichtert und dann fällt ihm aber der Herr Geitsch direkt vor die Füße und ist mausetot. Ja. Woraufhin er einen Resignationsblick zieht Schock. Er zückt resigniert ein Walkie-Talkie. Das noch nie vorgekommen ist. Das ist das erste Mal, dass es klar wird, dass er sich mit seiner Rolle abgefunden hat. Dass er es einfach immer... Weil davor hat er immer versucht zu fliehen.
von den Toten, dass es ihm nicht passieren wird wieder. Und jetzt findet er sich endlich in seiner Rolle. Und er ruft den Kot dann direkt an und sagt, das ist schon wieder passiert. Und er fragt, was denn? Man sieht dann in der nächsten Szene den Schrammel eintreffen, der mit der Autotür einen Polizisten von der ich hab geglaubt, dass er ihn umbringt. Runterstößt. Man sieht aber, dass der Polizist tot sein dank müssen. Sturzhelm überlebt hat. Das waren sicher 7-8 Meter. Er hätte tot sein sollen. Also die Autotür ist ein ganz wichtiges Stilmittel in den diversen Kottern-Filmen. Oh, sie so wird gut. Ständig irgendwo abgefahren und ja. Leute werden mit der Autotür niedergestoßen, verprügelt, ja. Ins Schaufenster gekickt. Sie werden auch geklaut einmal. Geklaut, die Autotüren oder die Leute? Nein, die Autotüren. Die Autotüren. Jo. Ich habe in Norwegen einmal eine Autotür in einem Bergsee gefunden. Letztes Jahr. Fällt mir was? Das heißt, es war ein kristallklarer Bergsee. Ja, und da drin war eine Autotür. Und mittendrin ist eine Hast Autotür. Hast du das fotografiert? Ja, natürlich. Sehr gut, sehr gut. Das möchte, Beweisfotos. Das möchte ich sehen. Können wir auf Facebook stellen. Ah, super. Ja. Das wird das Titelbild von der Folge. Ja, aber sofort an Kottern denken müssen. Autotür im See, Kottern. Logisch. Irgend sowas muss ich da abgespielt haben. Verdächtig ist die recht schmale Straße, die neben diesem Bergsee. Also hat schon nach Unfall ausgeschaut. Man hat sich das Szenario irgendwie vorstellen können. Okay, ja. Jedenfalls. Wo tun wir es hin, die Autotür? Dorthin. Da ist ein See, da gehen wir es rein. Naja, es ist versteckt. Durch Wasser kann man ja nicht durchschauen. Das weiß jeder. Das lernt man schon in der Schule. Wasser soll nicht klar sein. Das ist klar. Gut, also ja. Schrammel kickt den Polizisten von der Brücke. Und damit eben... Die Polizei kümmert sich um die Leiche des Herrn Gajic und sofort ist klar, natürlich blitzartig ermittelt. Es ist ein Selbstmord, weil aus kurzer Distanz geschossen. Und mit einer kleinen Waffe. Mit einer kleinkalibrigen Waffe oder was, so. Was auch immer das heißen soll, weil man sich unbedingt mit einer kleinkalibrigen umschießen möchte. Weil was ist die Chance, wenn du dich selbst umbringen möchtest, wenn du eine großkalibrige nimmst oder eine kleinkalibrige, dass du dich wirklich umbringst. Dazu fehlen mir die Erfahrungswerte. Nein, aber generell ist es logisch, dass du beim Selbstmord nicht eine kleinkalibrige nimmst. Du sagst nicht, es ist so kompakt und keiner wird es sehen, wenn ich mich umbringe auf einer Brücke im Nebel. Kannst gleich eine 45er nehmen. Das ist wurscht. Egal, jedenfalls. Der Schrammel trägt der 45er. Ne? Richtig, ja, weil er glaubt, dass er... Eine nette Szene am Anfang im Büro, der Kottern fordert den Schrammel auf, zieh! Und Schrammel zieht und seine Waffe entgleitet ihm und Kottern sagt ganz stoisch, wissend irgendwie, sagt er, eben. Ja. Ganz großartig. Ja. Lapidar wollte ich sagen, sagt er. Er wusste, was passiert und es ist passiert und er hat sich bestätigt gefühlt in dem, was passiert ist. Das sind wirklich ganz großartige Sachen, die man wohl nur in einem österreichischen Film aus dieser Zeit sehen wird. Definitiv. Vorstadt Weiber wird das nicht haben. Nein. Relativ unwahrscheinlich. Dann sind wir wieder bei den Kotterns zu Hause. Richtig. Auch wieder eine Selbstreferenz. Die Frau Kottern sagt zum Kottern, nachdem er sagt, der Fall ist schon wieder geklärt und wir sind noch nicht einmal fertig mit der Folge. Ja, eben. Sagt die Frau Kottern, mit so wenig Eifer kommst nie ins Fernsehen. Ja, Kottern weiß, wie man sich über Kottern überherziehen kann. Der Kottern schaut wieder ins Buff zur Frau Elvira. Es stellt sich raus, dass sie mit dem Gajic... Was hatte an was dem hatte, Tag, Abend der an dem Mord. Abend, also Gajic hat ein Alibi. Was ihm jetzt wenig hilft, weil er tot ist. Was ihm nichts mehr hilft, dem Milan. Und als Kottern das Buff verlässt, sieht man, dass sich der Schrammel im Buff aufhält und vor dem Kottern versteckt hat. Und er hoffte mit dem Transvestiten. Genau, er groß so ein bisschen dem Transvestiten des Godal. Also aber leider kriegt er nur die Steirerin ab. Die Vorlieben. Kärntnerin ist es. Die Kärntnerin kriegt er ab. Und er kriegt dann die Kärntnerin ab. Am nächsten
am nächsten Morgen im Büro sieht man Schrammel einen Kopfstand machen. Das ist nämlich eine ganz witzige Geschichte. Bei Kottan zu Hause läuft nämlich am Nachmittag davor eine Sendung von der Chris Lohner wieder, also wahrscheinlich die ZIP. Von der Chris Lohner, wo das Bild auf den Kopf gestellt wird, weil das Publikum dazu animiert werden soll, einen Kopfstand zu machen. Fünf Minuten jeden Tag. Und es wird empfohlen, wenn man aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen diesen Kopfstand nicht machen kann, den Fernseher einfach auf den Kopf zu stellen. Wieder zurück quasi zum... Am nächsten Tag doch schon zwei Szenen später macht der Schrammel im Büro einen Kopfstand und kommentiert es mit: Ich habe gestern das Fernsehen versandt. Ganz großartig. Wirklich, wirklich. Also schau, eben, es hat auch wenn die Folge generell etwas flach war, es hat doch wieder diese Momente gehabt, ja, wo du dir gedacht hast, ma, das hat schon wieder was, weißt du? Ja, jedenfalls dadurch, dass der Geitsch rausfällt als Täter und der Selbstmord damit unlogisch erscheint, wird sofort wieder nach einem Täter gesucht und auch gefunden. Ja, man fährt mit dem Polizeifiaker. Das ist immer bestes Verkehrsmittel. Mit dem Polizeifiaker vor beim Kollegen des Ferdi. Wir entdecken an der Wand im Büro von Ferdis Kollegen, entdecken wir wilde Gebilde aus Postkarten. Die haben dich fasziniert, ich habe das schon mal gesehen. Sie haben mich fasziniert, weil ich mich halt auch noch deutlicher daran erinnern kann. Postkarten werden ja doch nicht mehr so viele geschickt heutzutage, man postet einfach was auf Facebook und 50 Leute liken es. Ja, das kann vielleicht bei dir liken es 50, ich kann mich aber über 5 Likes freuen. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal eine Postkarte geschickt habe. Schaut Zeit auch her. Kriegt habe ich auch nicht so viele, also das mit den Postkarten, das dürfte langsam aufhören damals, aber wirklich, da sind riesige Trauben aus Postkarten kleben da an der Wand. Ich hatte das noch als Kind, definitiv. Meine Tante hat viel gereist und hat viele Postkarten verschickt, also von daher war es irgendwie logisch. Ist auf jeden Fall etwas, wo man auch eine Veränderung feststellen könnte. Jedenfalls, und wir sehen... Der Kollege trägt diesen Pullover, den wir gesehen haben. Ganz am Anfang. Die Uhr sieht man nicht, aber... Sieht man auch? Ja, ich habe sie gesehen. Also wir wissen, sie haben jetzt diesmal den richtigen. Mit dem Verdacht konfrontiert wird, flüchtet er kurzerhand aufs Dach. Wird noch versucht aufgehalten zu werden von Schrammel. Schremser feuert mit seiner Krücke, was noch nie vorgekommen ist, in die ein Maschinengewehr eingebaut ist. So gut. Das war eine der unglaublichsten Szenen, die ich gesehen habe. Und dieses Mündungsfeuer haben sie extrem gut gemacht. Es hat ausgeschaut, als hätten sie echt mit einem Maschinengewehr. Man fragt sich wirklich, wie sie das hingekriegt haben. Also was die Spezialeffekte anbelangt. Tipptopp-Budget. Action. Action-Szene am Schluss. Verfolgt den Verdächtigen, wird dann noch vom Pilch behindert. Keine Ahnung, aus dem Nirgendwo taucht Pilch auf und behindert die Amtshandlung. Oh, und dann kommt es zum großen Showdown. Am Dach oben. Der Verdächtige wird... Während schon gestoppt wird vom Pilch, weil die Folge schon so lange dauert. Nein, es ist kurz vorm Ende, hat er gesagt. Es ist kurz vorm Ende. Wird der Verdächtige in einen Schornstein gekickt. Zuerst werden noch irgendwelche Aufbauten zerstört. Irgendwelche Plakatwände im Endeffekt, oder Reklamewände, so nennen sie es, glaube ich. So alte Reklamewände, auf jeden Fall. Das vor allem das österreichische Einheitszeitungslogo, das zerschellt am Boden und man eindeutig sieht, dass es einfach vom Kunstdepartement aus Karton und Pappmaché gemacht worden ist. Mit viel Liebe hergestellt. Mit viel Liebe und wenig Budget. Es ist einfach umgefallen. Sie haben es mehr oder weniger nur kurz berührt. Weißt du, wenn ein Wind vorbeikommt in der Szene, dann hättest du das Ding weggetragen. Ja, aber das ist ja durchaus beabsichtigt. Nein, es schaut urbillig aus. Es ist großartig. Es ist genau das, was ich haben wollte. Der Verdächtige wird im Zuge dieses Streits in einen Schornstein geschmissen, man hört ihn ewig fallen, Kottan schaut schon auf die Uhr und plötzlich steht er wieder da. Und ja, nein, er springt, ich glaube, die Idee dahinter war, dass er vor allem
durch die Erde durchfällt und wieder nach oben kommt und dadurch, was ist ein Loch durch die Erde durch? Ich glaube, das ist die Theorie. Weil er hört ihm nicht aufschellen unten. Also das ist, glaube ich, meine Theorie. Oder es ist ein Trampolin unten. Möglich. Das weiß man nicht. Das sieht man nicht. Jedenfalls trotzdem großartig. Kommt er wieder retour, greift den Kotter noch einmal an und wird dann überwältigt. Ich hab's eben mir aufgeschrieben als harter Kampf. Also harter Kampf. Und Kampfdramatik steht da bei mir. Genau, und dann haben wir noch die Schlussszene eben, die das wunderschön abschließt. Eben, Cotton ist nochmal im Puff. Und da gibt es dieses Blackjack, dieses analoge Blackjack, wo er eben verliert. Er verliert. Und dann geht er eben hinaus. Wird und er verliert zu 100%, weil es wird ihm dann von dem Transvestiten noch das Geldbörsel zugestessen. Ja. Genau, und dann tritt er hinaus. Großartig, er tritt hinaus, holt sie ein Taxi. Der Taxilenker ist sein Bruder, der Ostbankurti. Leiblicher Bruder, nicht? Der leibliche Bruder von Lukas Resetaritz, der Ostbankurti. Und er kommt halt im Taxi drauf, dass ihm sein Geldbeutel gefladert worden ist. Und dann sagt er zum Ostbankurti um 23 Schilling in Richtung Sicherheitsbüro und man sieht das Taxi ungefähr 30 Meter fahren. Ja, genau, das war's schon wieder. Was zeigt, dass sich die Taxipreise nicht wirklich geändert haben zur Kaufkraft. Resetaritz, der Lukas Resetaritz, also Kotan steigt aus, sagt zu seinem Bruder noch Arschloch und das war's. Ja, großartige Folge. Eine der längsten Folgen für The Recotoning. Crazy. Vielen, crazy, vielen Dank. Crazy. Wer auch crazy immer sich das anhören mag. Vielen, vielen Dank, Leo. Ja, bitte gerne. Statistisch gesehen zwischen 20 und 68 Leute. Ja, oder bei dir vielleicht mehr. Ha. Ja, schauen wir mal. Danke, Leo, für deine Anwesenheit. Naja, du bist ein sehr beharrlicher Gastgeber. Ja, ich weiß, es tut mir leid, dass ich dich Gas geben wollte. Es tut mir wirklich, wirklich leid, dass ich so aufdringlich war. Ja, es tut mir leid, dass ich gekommen bin. Ich hoffe, es passiert nie wieder. Es hat mich echt gefreut, dass du hier warst. War eine tolle Folge. Generell noch ein kurzes Fazit zu der Folge selber. Ich würde nicht empfehlen, bei dieser Folge anzusteigen. Fangt's lieber, wenn ihr mit Resetaritz anfangen wollt, fangt's mit der ersten Folge an, sonst fangt's mit Kotton gleich mit der ersten Folge an. Bei dir ähnliche Gedanken? Okay, also wir haben jetzt... Generell sehenswert wäre es ja schon. Das heißt, Fall Nummer 9 ist der 9. Fall von Resetaritz. Nein. Okay. 9. Insgesamt. Okay, sie haben nur 2 Folgen mit dem ersten gemacht. Und dann nur 2 Folgen? Es war nur ganz kurz. Sie haben ganz schnell gewechselt zwischen den einzelnen Schauspielern und dann haben sie sich eben auf dem Resetaritz bei Folge 7 oder 8 geeinigt. Also, ja. Ja, Resetaritz hat man jetzt unlängst im Tatort gesehen. Also, ich habe keine Ahnung. Das war, das hast du noch gesehen? Nein. Katastrophal. Wirklich katastrophal. Er ist ein Schatten seiner selbst. In gewissen Aspekten. Schauspielerisch auf jeden Fall. Ja, ich meine, das war eine ernste Rolle und man hat gemerkt, dass ihm das auch nicht so liegt. Ja. Man kann das natürlich jetzt auch der Regie... Aber das ist Casting, das sind Castingfehler. Das darf man nicht im Einzelnen... Nein, ein Schauspieler hat seine Fähigkeiten und die sollen auch in spezifischen Fällen angewendet werden. Man möchte keinen Dwayne The Rock Johnson in einer Liebeskomödie haben. Ja, generell. Das ist es vielleicht auch, dass man den Resetaritz nicht in dieser Rolle sehen will, aber man hat auch gemerkt, dass es ihm nicht so liegt. Und aber da sieht man es, dass ihm liegt. Hier sieht man es. Beim Cotton am Mittel sieht man, das ist da seine ist er Rolle. Mit Leib und Seele dabei. Sein Overall, Jeans Overall ist genauso maßgeschneidert wie die Rolle für ihn. Beides, passt genau. Wirklich. Also, wie gesagt, Folge sehenswert, aber vielleicht nicht die erste Resetaritz-Folge, die man sich anschauen sollte, um reinzukommen in die Materie. Nein, auf keinen Fall. Nein, keine Einstiegsfolge. Es ist keine so einladende Folge. Ist auf jeden Fall kurzweilig, wenn man schon drinnen ist. Genau, richtig. Ja. Ja. Für dich ein netter Callback. Ja. Also, ich denke mal, es ist für Leute, die sich an die 80er Jahre jetzt nicht mehr unbedingt erinnern können. Weil sie es vielleicht nicht erlebt haben. Vielleicht nicht unbedingt so spannend. Es passiert ja wirklich relativ wenig. Ja. Also von
wenn man es sich betrunken anschaut mit ein paar Freunden. Ich glaube, definitiv. Ich glaube, dass dieser Humor irgendwie nicht mehr modern ist. Es ist schwierig, dass er übersetzt nicht wirklich praktisch. Aber zum Beispiel meine kleine Schwester, die 10 Jahre jünger ist als ich, liebt Cotton Ermittelt. Von ihr habe ich auch die DVDs. Also von daher. Das macht mich glücklich. Also es gibt durchaus noch eine Generation hier und jetzt, die immer noch Cotton Ermittelt großartig findet. Also es gibt eine Cotton-Renaissance. Richtig, ja, genau. Dafür ist ja auch der Podcast zu einem gewissen Grad zuständig, dass er eben dem Ganzen hilft. Ja. Also eine Szene aus Cotton, die jetzt in dieser Folge nicht vorkommt, aber an die ich mich ewig erinnern will und die werde und an die da jetzt noch erinnern möchte, sucht Cotton jemanden und geht und öffnet eine Tür und hinter dieser Tür ist der Weltraum. Okay. Keine Spoilers. Das ist ein Monty Python Referenz. Ja, definitiv. Aber das ist zum Sinn des Lebens. Ganz, ganz großartige Szene. Ah, ja, das glaube ich gern. Und ich habe ja damals den Sinn des Lebens von Monty Python noch nicht gesehen gehabt. Okay. Also das war mein. Den habe ich wesentlich vor Cotton Ermittelt gesehen, weil mein Onkel ihn als VHS bei meinem Opa liegen hat lassen und ich habe mir das definitiv. Wie heißt dieses Unternehmen am Anfang, die Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung? Ja, genau, richtig, ja. Großartig. Nein, aber auch das ist definitiv auch ein anderer Film, Podcast. Den man gesehen haben sollte, ja. Aber Monty Python, der Sinn des Lebens. Genau, zusätzlich noch zu The Recotoning, bitte schaut euch der Sinn des Lebens an, immer sehenswert. Danke, Leo, dass du da warst. Ich hoffe, wir sehen uns wieder hören uns wieder in einer zukünftigen Folge von The Recotoning. Fürs große Finale wäre es auf jeden Fall wichtig, ja. Weil das Finale, hätte ich mir vorgestellt, wäre der Film. Der Film? Der Film, der vor 4 Jahren oder 5 Jahren oder 6 Jahren rausgekommen ist. Ach, der absoluter Müll ist. Um Gottes Willen, ja. Weil den kann ich mir nicht alleine anschauen. Den habe ich mir gar nicht angeschaut, weil ich wollte mir meinen Kot dann nicht verderben. Eben, und das wäre es eben wert, glaube ich. Es sind ja diese Mundelfilme eine Katastrophe. Und da sieht man eben... Man kann den Charme nicht wieder einfangen. Zu dem Punkt wären wir ja jetzt irgendwie gekommen, wie gesagt. Man kann den Charme nicht mehr einfangen, man kann das nicht mehr reproduzieren. Es sind auch nicht mehr... Außer dieser Zeit. Es ist nicht mehr jetzt. Es ist immer noch relevant in gewissen Aspekten, aber ich glaube, dass das Problem ist, dass es dem gegenwärtigen Geschmack halt angebiedert ist. Es ist nur um Nostalgie ging es und deswegen will ich ihn mir mit möglichst vielen Leuten anschauen, damit ich möglichst viel den Schmerz teile. Und dann eben möglichst lange darüber herziehen. Ich glaube, da werden wir noch viel zu diskutieren haben. Dann. Ja, wir hatten jetzt schon viel zu diskutieren. Es hat mir sehr gefallen. Danke, Leo. Danke, liebe Zuhörer und Zuhörer, die es bis hier nach hinten geschafft haben, bis ans Ende dieses Podcasts. Also dafür sollte es wirklich einen Preis geben. Nein, wirklich, das ist ein Wahnsinn. Weil das ist jetzt schon Schlüsselanhänger oder so. Wir sind Spielfilmlänge. Nein, ehrlich gestanden, Leute, wenn ihr Sticker haben wollt von The Recotoning, ich habe ungefähr 800 Sticker. Meldet sich einfach bei mir per PM oder irgendwie oder schreibt es in die Kommentare. Ihr kriegt gratis Sticker. Der Leo kriegt jetzt auch noch einen Bogen. Danke. Wow. Ja, ein gratis Bogen dafür, dass du gratis hier warst. Dankeschön. Ja. Danke, dass ihr da wart. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Adieu und auf bald.